Hallo Leute und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Demon's Souls. Der dritten Folge. Und in der letzten Folge sind wir ja im Nexus angelangt und haben hier ja so eine Art, unsere Heimat jetzt sozusagen erstmal in dem Spiel. Von hier aus können wir halt alles steuern, wir können hier mit Händler reden. Derzeit können wir aber noch nichts groß machen. Ich denke, das wird ja später im Spiel kommen und hier, von hier aus können wir auch in die verschiedenen Abschnitte der Welten reisen. Und ja, das wollen wir doch heute mal machen. Wir wollen heute unseren ersten Keilstein berühren. Und ich denke mal, hier wird der erste Keilstein sein. Also, es gibt mehrere. Und ja, ich weiß nicht, ob man jetzt schon in jeden kann. Wahrscheinlich schon. Wir müssen schauen, in was für eine Reihenfolge wir die auch spielen. Weil die werden ja bestimmt auch immer schwieriger werden von den vom Anspruch her. Aber ich denke mal, ich habe ja schon mit ihm hier geredet und er hat gesagt, ich soll da hinten den berühren. Und das werden wir jetzt auch machen. Und dann schauen wir mal, wo es uns hinführt. Gut, Bildmachgerät an und dann würde ich sagen, Feuer frei, Leute. Keilstein des habgierigen Königs berühren. Tore von Boletaria. Eine gigantische aus Stein erbaute Burg im nördlichen Königreich Boletaria. Eindringlinge erwarten darbende Soldaten, ihre Seelen durch Dämonen beraubt und furchterregende Drachen, die dort hausen. Auswählen. Alter Schwede, da haupten Soldaten im Mund oder im Maul. Tore von Boletaria. Okay. Wir nehmen. Ah, und hier können wir zurückreisen. Okay. Und könnten natürlich auch das Level dann bestimmt auch dort resetten wieder. Ah, wir schauen erstmal hier hinten hin. Kann man die Dinge auch kaputt machen? Ja, kann man. Überreste untersuchen. Zunehmender Mondgras. Okay, was macht zunehmender Mondgras? Stellt eine große Menge an TP wieder her. Ah, jetzt können wir ins Lager sogar senden. Okay. Ja, wie gesagt, mit den... Hier ist ein Anfänger. Ja, nicht nur du. Mit den Items müssen wir uns erstmal ein bisschen zurechtfinden, was macht und wo wir was am besten einsetzen. Ich will schon Items sparen, ist klar. Ist bei in den Souls-Spielen immer, dass wir immer gut beraten, wenn man Items spart. Okay. Da sind schon Gegner. Schön, wenn ich die mal anlocken. Wir spielen Noob-Taktik, Leute. Sichelmondgras, okay. Hier ist eine Tür. Aber hier können wir nichts machen. Vielleicht ist so eine Art Shortcut für später mal. Ich weiß es nicht.
Seele des unbekannten Kriegers. Also wir müssten eigentlich ein bisschen mehr auf Nahkampf mal spielen. Falls wirklich mal in die Bredouille kommt, dass wir uns da wehren können. Jetzt sind aktuell noch 3 Gegner hier. Dreglingsschild. Zerbrochenes Schwert. Sichelmundgras. Weiß ja nicht, was das Grüne da bedeutet. Ach, physischer Schaden, okay. Physischer Schaden. Haltbarkeit 11, okay. Haben wir hier auch Haltbarkeit drauf? Okay. Ich denke mal, so wie wir jetzt ausgerüstet sind, ist es noch am besten. Schnauze. Terpentin? Okay, ja, bestimmt so eine Art Brandbeschleuniger. Oh, da ist ein Gegner, habe ich gar nicht gesehen. Sichelmondgras. Jetzt muss ich nochmal schnell schauen, Leute. Ich werde mal... den hier für Sichelmondgras. Kann ich jetzt da unten noch durchschalten? Genau, Sichelmondgras. Was ist das hier? Terpentin. Hüllt Waffe, rechte Hand in Feuer. Okay, das brauche ich jetzt erstmal nicht. Das bedeutet, wir nehmen das erstmal raus, entfernen. Umso weniger haben wir dann nämlich in den Slots durchzuschalten. Dann nehmen wir auch noch das hier raus und das hier und den packen wir hier hin. Genau. Brandbombe. Raus. DP hier. Wirkt Gift entgegen. Okay, wenn wir vergiftet werden. Thank you.
Die Option ist rollen. Okay. Will ich da rein? Nee. Wenn ich da nicht rein muss, will ich da auch nicht rein. Ich weiß, ich muss irgendwann rein. Halbmondgras. Vor allem, wo komme ich denn da hin? Da geht es ewig weit runter. Hier würde es reingehen. Oh. Vorsicht, Gegner weiter vorne. Böse. Weil wir sagen können, Gegner rechts. Halte Ausschau nach Beute. Brandbomben? Magier-Power. Ja, es ist aber kein Bossraum. Glaube ich. Ich glaube, Bossräume sind immer große Tore oder so. Na, warum ist hier Nebel? Halt die Schnauze! Irgendwas passiert jetzt hier gleich. Nierendolch. Er hat ein bisschen mehr Power. Physischer Schaden 40. Ja, mach ich denn?
Ja, ich glaube, ich nehme den hier nehmen. Wir probieren es einfach mal. Ach so, scheiße. Dann kann ich bloß den hier nehmen. Okay, ich habe gar nicht gedacht, ich kann mit dem Ding auch zaubern. Okay. Oben steht auf jeden Fall eine. Ach du Scheiße. Nehme ich hier acht, hier steht ein versteckter Feind. Okay. Der da, der Penner. Sichelmond Gras. Gehen wir da rein. Okay, vielleicht geht es hier später noch kaputt oder so. Oder kann man vielleicht von da oben irgendwie reinjumpen? Von hier schätze ich mal irgendwie reinrollen oder so. Keine Ahnung. Wir werden sehen. Hier ist was. Jetzt habe ich gar nicht aufgepasst, was wir gerade angesammelt haben.
Okay, hier waren wir vorher. Ah. Alter. Ich weiß überhaupt nicht, ob ich hier richtig bin. Der sieht aus, als wenn der stärker ist wie ich. Ich glaube, ich gehe nicht zu dem. Da drüben ist auch so ein Riesenritter, oder? Wurfmesser Halbmondgras. Waffe erwartet dich. Okay. Ah, leichte Armbrust. Ah, okay, hier waren wir vorher schon. So, wo geht's jetzt hier weiter? Ich habe keinen Plan. Da weiß ich auch nicht, wie wir da rankommen. Okay. Das ist halt das Coole, wenn man hier einmal durch ist und die Gegner schon erledigt hat, dann kommen sie halt auch nicht mehr. Also wenn man nicht irgendwie resettet hat. Hier geht's auch weiter. War richtig verwinkelt hier alles. Wäre halt echt mal geil, wenn ich irgendwo so eine Art Speicherpunkt hätte.
Haufen Brandbomben kriege ich hier. Ja, passt. Nimm dich in Acht, ist ein versteckter Feind. Ich sehe gar nichts. Ziemlich weit runter. Nachricht lesen. Versuche es mit Hiebangriff. Ah. Der muss aufgegangen. Okay, ich würde sagen, wir stehen jetzt hier gerade safe. Mache an der Stelle auch einen Cut und schaue natürlich in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder mit am Start seid. Und ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß auf meinem Kanal und auch mit den anderen Let's Plays. Schaut ruhig mal rein. Würde mich alles sehr, sehr freuen. Okay, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao, reingehauen. Euer Andi.